Hi Leute, herzlich willkommen zu meiner dritten Folge vom vom Football Manager 2024. Ihr seht es hier schon im Kalender. Ich habe ja das Spiel gegen Paderborn selber gespielt und wir haben tatsächlich 1-0 gewonnen. Hier, wir hatten in unseren Statistiken, viel ist nicht passiert. Wir haben in der 84. Minute das Tor gemacht. Ein Abseitstor gemacht. Aber hier der Lucky Punch. Also hier sehen wir das Abseitstor. Doncor auf Nicolau. Und da das ist mega doof, dass in diesem Moment da das E-Horse da im Abseits steht. Da. Warte. Ich hab's nicht genau. Nicht mehr genau so gut sehen. Krause. Und da steht E-Horse leider im Abseits. Aber es war Abseits. Dann sehen wir hier das Tor in der letzten Sekunde. Krüger spielt nach unten zu Ivanov, der zu Nikolau. Ivanov bekommt den Ball wieder und zündet den Knaller, der Innenverteidiger. Der beste Torjäger. Wir haben bis jetzt jedes Spiel in dieser Saison mit 1-0 gewonnen. Hier Testspiele. Das waren dann, wo ich noch nicht im Amt war. Rot-Weiß Essen. Mein Lieblingsverein hat tatsächlich gewonnen. Borussia Dortmund 4-1 gewonnen. Und Elversberg schlägt Borussia Mönchengladbach. Und Münster haut auch Leverkusen raus. Also, das sieht man auch nicht alle Tage. Bellarabi spielt jetzt leider bei links bei Darmstadt. Wir spielen heute gegen Schalke und gegen Karlsruhe. Und dann die XXL-Folge mit der Hertha, Nürnberg und Rostock. Also da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Ja. Starten wir rein in das Spiel gegen Schalke. Wir werden mal den Kalender nehmen, um dorthin zu simulieren. Also, wir gehen durch den Kalender und gehen in Urlaub in dieser Zeit. Der Co-Trainer ist also dafür verantwortlich, was geschah mit unserem Team. So, ein Tag vor dem Spiel. Wir spielen in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FC Nürnberg. Also wieder ein Team in der gleichen Liga. So. Wie ist es denn so bei den Schalkern? Die haben ein Spiel auswärts verloren und zu Hause mit 2-0 gewonnen. Also, Casali leider verletzt als Torwart. Auch Fabio Kaufmann hat sich bei uns verletzt. Hier, wir nehmen wieder Kutschal nur rein. Wir nehmen auch Krause rein. Hilgerson tun wir raus und Wiebe kommt rein. Endo nehmen wir auch wieder raus und nehmen mal Florian Krüger. Bringen wir mal von Anfang an. Und los geht's in das Spiel gegen Schalke 04. Also, wir kommen in Braunschweig im Eintrachtstadion. Schiedsrichter Arne Arnig.
pfeift diese Partie hier. Wir bekommen direkt früh eine Szene. Aber die kann Uca nicht nutzen. Und es bleibt hier erstmal beim 0:0. Hier, wir tun mal die Tabelle rein, damit wir auch den Überblick der Tabelle sehen. Tower. CC. Kaminski auf Osmani. Der Wee Merkin. Merkin in der Mitte, Lasme kommt zu frei, ist zu frei und kommt tatsächlich zum Abschluss. Aber Horn, Torben Hofmann ist da. Marx, Einwurf. Wir bleiben doch lieber auf ausgewogen. Kurutschei. Marx. Marx, der Ball kommt. War vielleicht abseits. Wer weiß. Marius Müller. Müller. Baumgartel. Krause mit dem Ballgewinn. Gomez auf Uca. Anthony Uca! Das Tor aber abseits. Anthony Uca steht im Abseits. Und das Tor in Osnabrück. Tor für den VfL Tor für den 1. FC Nürnberg. Benjamin Golla macht das Tor. Also, die anderen beiden, also alle drei Partien hier, Braunschweig gegen Schalke, Kiel gegen Magdeburg und und Osnabrück gegen Nürnberg. Marx. Rondom Hofmann. Hofmann. Langer Ball, aber der geht zum Gegner. Matriciani auf Lasme. Brian Lasme! Und das ist das 1:0. Wir gehen mal hoch auf kontrolliert. Gehen auf die entscheidenden Highlights. Und wir liegen hinten. Schlechter Ball von Hofmann und ja. Schon liegen wir zurück. Aber wir geben nicht auf. Marx. Juan Gomez. Ivanov. Doncor. Doncor, hoher Ball auf Multhaub. Merkin ist da. Tower. Osmani. Osmani. Kurutschei vor Polter am Ball. Griesbeck, Ivanov. Doncor. Doncor, Florian Krüger. Florian Krüger mit der Flanke für Multhaub. Marx. Marx, Johan Gomez. Ausgleich für Braunschweig. Johan Gomez. Sein erstes Tor für Eintracht Braunschweig, hat ja in der letzten Saison noch dritte Liga beim Absteiger Zwickau gespielt. Und in der 29. Minute machen wir den Ausgleich. Hier setzen wir hier diese ganzen Sachen um. Standards herausholen. Ist alles ganz gut. Marius Müller mit einem langen Schlag. 36. Minute. Riesberg mit dem Ballgewinn. Uca. Marx. Marx. Marx auf Multhaub. Multhaub. Uca im Abseits. Wahrscheinlich. Krüger. Krüger, der geht durch. Krause. Krause, Griesbeck. Griesbeck! 2:1 Braunschweig. Wir drehen das Spiel. 37. Minute. Und es ist Sebastian Griesbeck. Der 32-jährige zentral-defensiver Mittelfeldspieler. Kaminski schießt ihn drüber. Und wir sind jetzt rein tatsächlich Erster.
Wir drehen innerhalb 8 Minuten das Spiel und wir kommen wieder über Marx. Multhaub, der verliert die Kugel. Schallenberg. Krause. Florian Krüger. Hasan Kurucay. Wir machen das richtig gut. Also, nach dem 1-0 spielen wir viel besser. Oh, da ist wieder Gomez. Fast der Doppelpack. Von Johan Gomez. Die Schalker haben 2 Auswechslungen vorgenommen. Karaman und Top sind neu drin. Und Tor für Braunschweig, Osnabrück. Das 1-1. Florian Krüger, Kurucay, Griesbeck. Griesbeck! Nochmal Multhaub und wieder Marius Müller. Also, Schalker Defensive offen wie Schweizer Käse. Also, sie können, die Braunschweiger können aus jeder Position schießen. So, vielleicht sollten wir mal. So, hier gucken wir jetzt mal drauf und das und es gibt 2 Tore. Und zwar das 2-1 für Braunschweig. Mann, nicht für Braunschweig, sondern für Osnabrück. Torschütze zum zweiten Mal Jan-Erik Engelhardt. Und auch das 1-0 für Magdeburg, die in Kiel spielen. Oh, der Ball kommt tatsächlich. Gomez, Gomez, Gomez! Und er trifft nur den Pfosten. Baris Atik, der Torschütze für Magdeburg. So, wir müssen jetzt mal kurz hier wechseln nach 70 Minuten. Ryan Philippe bringen wir mal. Genauso wie Wiebe. Kalis Kanner. Und auch Behrendt. Komm, und Uca tun wir auch mal raus. Ihorst kommt. So, wir wechseln direkt 5-mal. Keke Top mit dem Freistoß. Mal wird geklärt. Und wir können kontern mit Ihorst. Ihorst, 2 Leute sind doch in der Mitte. Der Ball kommt auf Ryan Philippe. Ryan Philippe, Ryan Philippe! 3-1! An Marius Müller vorbei. Und in der 73. Minute Braunschweig mit dem 3-1. Nach 0-1 machen wir das 3-1. Nur gerade mal 1,5 Minuten später. Wieder Krüger. Flanke wird abgeblockt. Krause, wieder Krüger. Wieder Krüger. Krüger auf Wiebe. Wiebe mit der Flanke für Luke Ihorst. Und das ist das 4-1. In der 75. Minute. Doch, die Verteidiger sagen, das wäre abseits gewesen. Wir schauen drauf. Krüger. Wiebe. Aber das war auf keinen Fall abseits. Also. Knappe Abseitssituation. Nee. Knappe Abseitssituation. Also. Das Tor zählt. 75. Minute. 4-1. Ryan Philippe, wieder nur eine Minute später. Philippe, Philippe und Müller ist da. Wieder nur 2 Minuten nach dem 4-1. Nach dem Treffer von Luke Ihorst. Die Flanke kommt gut. Ball geht in Seiten aus. Wieder ein Bock. Wieder die Ecke. Marx. Marx bringt den Ball rein. Derry Merkin ist da. Guck mal kurz, wie. Okay. Baumgartel. Dann machen wir nur Kommentator. Es gibt 11 Meter. Und wir treffen zum 5-1. Florian Krüger. Müller hat die richtige Ecke, doch der Ball ist drin.
Und wir führen mit 5:1. Zu Hause gegen Schalke. Tor in Osnabrück. 2:2 für Nürnberg. Grand Leon Ranos. Ja, und das war's. Und wir gewinnen tatsächlich mit 5:1. So, Leute. Ich muss mal kurz was machen. Danach melde ich mich wieder. So, los geht's. Ich habe übrigens einen Spieler ausgeliehen. Und zwar Abdullah Kamara von Dortmund 2. Habe ich ausgeliehen. Er wird heute sein Debüt geben. Also, wir spielen gegen den KSC. Am 4. Spieltag. Hier, und wir nehmen ein paar Änderungen vor. Und zwar einen Wechsel. Also, Ryan Philippe kommt für Krause 0 rein. Dann gehen wir auf die entscheidenden Highlights. Weil ich finde die entscheidenden Highlights immer spannender. Es gibt den ersten Freistoß. Heise. Bormuth. Weil in den entscheidenden Highlights kommen eigentlich immer so Szenen wie Tore und Elfmeter-Szenen und so. Franke auf Jung. Sebastian Jung. Heise. Jetzt Heise. Heise! Passt. Marx mit dem Einwurf. 4. Minute. Heise mit dem Ballgewinn. Jensen. Vanicek. Dreves. Patrick Dreves. Langer Ball für Schleusner. Kutschal mit dem Ballgewinn. Donkor. Hofmann. Rontorb Hofmann. Uca auf Philippe. Ryan Philippe. Ich fand ihn im letzten Spiel gut. Und deswegen darf er heute von Anfang an mal ran. Uca. Vielleicht muss ich im Sturm auch noch was tauschen mit Uca. Vielleicht kommt dann Philippe mal im Sturm. Und Uca rotieren wir mal raus. Multhaub und Uca, da ist er doch. Und das ist das 1:0 in der 4. Minute. Klar, geht doch. Klappt doch. Tor in Nürnberg. 1:0 für Nürnberg. Grand Leon Ranosch. Mit dem 1:0 per Elfmeter. Wir kommen in die Ecke. 18. Minute. Ball kommt zu Kurucay. Ball wird geklärt. Florian Krüger. Kurucay, Marx, Heise, Vanicek, Gomez mit dem Ballgewinn, Griesbeck, Stindl, Bormuth, auf Heise, Stindl, Heise, Jensen, Frederik, Jensen auf Paul Nebel. Ja, okay, wir stellen jetzt mal nur Kommentator ein. Damit wir hier schneller vorankommen mal mit dieser Saison. Nach einer halben Stunde steht es noch 1:0 für uns. Und auch. Schöner Ball und das Tor für den KSC. Fabian Schleusner und der Treffer zählt zum 1:1. Halbzeit, 1:1 steht es. Stellen wir auf kontrolliert um. Und es gibt Elfmeter.
Und Ucha macht den natürlich. Und es steht 2-1 für uns. Ucha direkt mit einem Doppelpack. Startet er in diesem vierten Spieltag. Und da ist Ucha. Direkt noch ein Ding. 62. Minute. Donkor in der Mitte wieder. Ucha, der mit dem Kopf dahin geht und das 3-1 macht. Also Krüger nehmen wir mal raus, der hat auch schon gelb. Dann bringen wir mal Endo. Ivanov braucht auch mal eine Pause. Dann nehmen wir mal Nikolau rein. Bringen wir auch mal Kaliskaner. Und auch Kamara und Rittmüller. So. Also Kamara gibt sein Debüt für uns. Noch 20 Minuten. Jetzt noch eine Viertelstunde auf der Uhr. Wir haben Accepted Gold von 2,5. 2,6 jetzt schon. Und das Tor für Karlsruhe. Rossmann. Aber wir machen doch auch das Tor. Und wir machen die Entscheidung zum 4-2. Philippe findet Gomez, der nimmt sich einfach mal ein Herz, doch abgefälscht von Bormuth. Und dann ist die Kugel drin. Also, es gab noch den Anschlusstreffer für Wiesmann und den Ausgleich für St. Pauli. Aber wir haben gewonnen. Und das war's mit dieser dritten Folge vom Football Manager 2024. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und auf den Hattrick von Ucha. Tschüss!